So, liebe Leute, wir haben uns heute auf den Weg gemacht nach Bokenem in den erweiterten Landkreis und treffen uns hier mit Solid Punch. Und wir sind heute mit dem erweiterten Familienbetrieb Hübner hier im Proberaum. Vier Hübners, zwei Nicht-Hübners und mal hören, wie das Ganze hier zustande gekommen ist. Lennart und Lauritz, wie ist das denn mit Mutti und Vati in der Band zu spielen? Könnte schlimmer kommen. Hey, nee. Kann ich sagen. Nee, macht Spaß. Ist immer. Man kommt auf einer ganz anderen Ebene so zusammen. Ist nicht immer wie, wenn man sich Familie so am Kaffeetisch sonntags vorstellt, sondern einfach machen zusammen Mucke, haben Bock drauf und ich glaube, man begegnet sich auch auf einer ganz anderen Ebene. Ich will nicht immer nur nach Regeln funktionieren, dann kann ich mich bald selber nicht mehr. Man wächst anders zusammen. Na, auf eine gute Art und Weise. Wohnt ihr noch zusammen? Nee. Nein. Also ihr trefft euch dann tatsächlich zum Proben? Ja. Ja. Das geht bis nach Schladen. Also wir mussten eine Dreiviertelstunde herfahren, um zu proben. Ja. Probt ihr einmal die Woche dann? Oder wie macht ihr das? Wir versuchen es alle 14 Tage. Ja. Ganz gut. Ja. Ja. Ja, aber das glaube ich. Ist eine ganz andere Art und Weise, wie man sich dann so begegnet, wenn man ein gemeinsames, eine gemeinsame Sache noch hat. Auf jeden Fall. Und macht ihr nur Solid Punch oder habt ihr, ich denke mal so jüngere Leute, die haben doch auch noch vielleicht andere Bands, die machen Hardrock oder wir Metal? Wir haben tatsächlich noch eine Metal-Kombo hier auch in Bokenem. Ja. Ja, wo wir uns mit Kumpels dann zusammensetzen und ein bisschen Krach machen. Ja. Und wann hat sich das ergeben, dass ihr jetzt zu viert, dass ihr, von wem ging der Impuls aus, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir machen jetzt mal eine Familienband? Ja, eigentlich von mir, ne? Ja, ich war irgendwann so weit und habe eigene Songs geschrieben und hatte dann genügend zusammen, um zu sagen, das möchte ich gerne mal als CD rausbringen. Und habe dann die Jungs und Anne natürlich auch gefragt, ob die das zusammen mit mir aufnehmen würden. Und dann haben wir gesagt, ja, es könnte jetzt ein Projekt werden oder wollen wir eine Band gründen. Und dann haben wir beschlossen, wir machen nochmal richtig Band. Aber Instrumente habt ihr vorher schon gespielt? Ja. Ja. Okay. Aber eigentlich war Ziel, eine CD aufzunehmen, die Songs aufzunehmen. Und das hat dann so Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, können wir ja auch weitermachen. Ja. Mittlerweile haben wir ja schon die zweite. Ah, okay. Also seit 3 Jahren jetzt. Ja. Also diese Idee, dann live aufzutreten, die kam dann erst quasi danach. Ihr habt erstmal die CD aufgenommen, das war so das Hauptsteckenpferd. Ja, eigentlich lief das relativ parallel. Also unser erster Auftritt war beim Bornum Rock, ist vielleicht auch bekannt, beim 25-jährigen Jubiläum, damals eben als Vorband. Ja. Und kurz danach haben wir die CD aufgenommen und dann ist das eigentlich ins Laufen gekommen und jetzt läuft es gut. Ja. Und wie ist das für euch beide in dem Familienbetrieb hier einzusteigen? Es ist sehr unterhaltsam. Und man fühlt sich aber auch als Nicht-Hübner hier willkommen. Es ist einfach eine super Energie, Atmosphäre hier. Es macht unglaublich viel Spaß. Ja. Gibt es dann trotzdem noch so ein Hierarchiegefüge? Gibt's dann, machst du weiterhin die Ansagen oder ist das einfach, dass ihr dann auf Augenhöhe seid, du beschmunzelst? Also in jeder Band muss es jemanden geben, der den Ton angibt. Ja. Das bin ich. Genau, das ist der Bass natürlich. Ne? Wissen das alle? Wir haben den lautesten Verstärker. Richtig, genau. Nicht zu laut genug. Und natürlich hat jeder hier Mitspracherecht in jedem Lied, das wir spielen, wie wir es spielen, aber ich sag mal, die Grundstimmung gibt alles schon jemand vor und das ist auf jeden Fall die, auch die Songs schreibt. Mhm. Also rein musikalisch ist ja so, Mama schreibt die Lieder, hat auch eine Idee dazu, weiß auch schon, wie die Melodie und alles. Das Lied ist im Prinzip vom Text und Melodie fertig, aber arrangieren tun wir es ja zusammen. Ne? Wir treffen uns hier, es gibt einen Text mit Akkorden und dann gucken wir, was machen wir für ein Beat, wie schnell, ne? Also das entsteht dann hier zusammen und da ist, glaube ich, jeder gleichberechtigt in dem Prozess, wenn die Lieder dann so fertig werden, sag ich mal. Ich habe auf der Webseite gelesen, ihr macht Musik, weil ihr was zu sagen habt. Was habt ihr denn zu sagen?
Naja, die Texte, die sind also auch nicht so oberflächlich, sage ich jetzt einfach mal, sondern die haben schon irgendwo einen Hintergrund. Also behandeln auch ein Thema und ja, sind auch sehr textlastig. Ist jetzt nicht einfach nur immer so eine platte Angelegenheit. Ich denke, das meiste erzählt wirklich auch eine Geschichte und viele Dinge, die mich eben einfach auch gefühlsmäßig oder thematisch einfach interessieren oder ja, die ich mir vielleicht auch manchmal von der Seele schreibe oder so. Von daher würde ich mich schon als Liedermacherin, hätte man früher gesagt, bezeichnen. Was steckt da in dem Bandnamen? Steckt da eine tiefere Symbolik hinter, die du in den Texten dann auch rüberbringen willst? Oder wie passt das zusammen? Also da haben wir wirklich uns zusammengesetzt und haben gesagt, ja, wie wollen wir uns denn jetzt mal nennen? Und dann haben wir eben so jeder hat so seine Ideen in den Topf geschmissen. Und am Ende haben wir gesagt, wir sind eine solide, wir machen solide Musik. Also nicht so mit so viel Schnörkelchen und Brimbamborium. Es ist aber auch kein progressives Gefrickel. Ne? Das ist der Augenmerk liegt eigentlich auf den Texten und auf dem soliden Rock, der da drunter liegt. Genau, solider. Und Punch, wie kam es mit Punch? Kraftvoll, ja, wir haben gesagt, aber es ist auch ein bisschen, es ist kraftvoll. Es sind Balladen dabei, aber es sind auch welche dabei, wo es ein bisschen kraftvoll ist. Ja, dann haben wir das zusammengesetzt. Und dann ist es uns hinterher erst aufgegangen, dass das übersetzt Stanzeisen heißt. Stanzeisen. Das wusste ich auch. Ja. Das wiederum hat den Vorteil, wenn man bei Google Solid Punch eingibt, dann kommen erstmal wir und dann kommt Stanzeisen. Ach was? Ja. Okay. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Gießen Stanzeisen. Ja. Wir mussten nichts bezahlen, um bei Google ganz oben. Wenn normal sein bedeutet, zu veröden, alles zu glauben und dann zu verblöden, werde ich ab sofort meinen eigenen Weg suchen. Ich will endlich mal. Stück vom Kuchen. Ich bin lange genug. Ich bin auch nicht von Kindesbeinen an Musiker, sondern habe eigentlich vor 6 Jahren angefangen, Big Light Gitarre zu üben. Und seit 3 Jahren spiele ich Bass und bin eigentlich dazugekommen durch diese CD-Aufnahme. Ah, ja. Seitdem mache ich das. Ist ja ein sehr dankbares Instrument, ne? Ja. Man erzielt schnell Erfolge. Der Soundcheck ist immer so schnell vorbei. Ja, man kann sehr schnell in der Band mitmachen und dabei sein. Boom, genau. Danke. Deswegen habe ich auch Sonderaufgaben, Management und so. Ja, ja, das ist bei uns ähnlich. Klar. Ja, ja, dann du kannst ja auch fahren, dann machst du sonst nicht so viel. Ja, ja. Kennt man, ja. Ja, was beeinflusst euch an Musik? Bringt ja wahrscheinlich relativ viele verschiedene Musikaspekte mit in die Band ein. Ja, also dazu muss man vielleicht sagen, wenn wir live spielen, machen wir es meistens so, dass unser Programm zur Hälfte aus eigenen, zur Hälfte aus Coversongs besteht. Die eigenen sind alle deutsch und wir covern grundsätzlich nur Englisch. Mhm. So als Wiedererkennungswert, dass man gleich merkt, aha, das ist Solid Punch und das sind Covers. Ja. Und bei den Covers, da ist es also tatsächlich so ein Prozess, ne, wo man sagt, wir spielen wirklich, steht auch auf unserer Seite, wir spielen, was uns gefällt. Und mit uns sind wir alle gemein. Ja. Also jeder bringt mal was mit und sagt, das würde ich gerne spielen, das würde ich gerne spielen. Und wenn, auch, wie es uns gefällt. Wie es uns gefällt. Nicht so, dass wir uns vornehmen, 1:1 das nachzuspielen, sondern auch eigene Sachen dann dazu. Oder ja, wir verändern den Charakter manchmal auch schon ziemlich von irgendwelchen Stücken. Und wenn einer dabei ist, der sagt, nee, das gefällt mir nicht, dann spielen wir es nicht. Ja. Das heißt, es kann ein sehr abwechslungsreicher Abend werden im Oktober im Heimathafen, wenn ihr so ein breites Songspektrum habt quasi. Ja. Das würde ich auch sagen, ja. Dieser Song, den habe ich gehört heute, Frei, da habt ihr so ein Bild auch von der Kreuzfahrt zu sehen. Wart ihr da auch alle zusammen? Nein. Da wart nur ihr beide? Da waren wir beide. Ah, okay, kein Familienausflug. Ja. Leider nicht. Hätte ja mal sein können, ne? Da waren schöne Ecken zu sehen, auf jeden Fall, in dem Video. Also noch hat uns AIDA nicht engagiert. Wir wären jederzeit bereit. Also ja. Und kann man vorab noch mehr über euch erfahren? Habt ihr eine Internetseite? Seid ihr auf Facebook? Gibt es euch auf YouTube? Willst du das mal erzählen? Ja, du bist dran. Facebook, Backstage Pro. Auf YouTube sind Videos zu sehen. Wir sind bei Spotify mit unserer ersten CD. Die zweite ist noch nicht bei Spotify. Gibt es erstmal jetzt nur als Tonträger, kommt aber in Kürze dann auch. Ja, also eigentlich die gängigen Medien. Ja. Die CD gibt es die beim Konzert auch. Kann man die käuflich erwerben? Die aktuelle CD und die alte CD? Genau. Gerne. Gerne. Gerne beide. Ja, herrlich. Genau. Sehr schön. Wollt ihr noch was loswerden? Ja, ich grüße meine Mutti. Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir im Heimathafen spielen dürfen. Genau. Das finden wir richtig klasse. Ja, genau. Kommt super. Alle in den Heimathafen und entdeckt die Bandbreite von Solid Punch im Oktober. Wir freuen uns und sehen uns unten in der Halle. Viel Spaß, danke. Cool. Juhu.